Ich probiere Skill XY einfach aus und irgendwann wird das schon klappen, ja. Das ist eine Ansichtsweise, eine Denkweise, den viele Leute haben, die gerade mit dem Calisthenics-Sport angefangen haben und noch nicht so richtig die Ahnung haben, was eigentlich alles dazugehört, ja, um so einen Skill wirklich zu beherrschen. Und da mit dieser Herangehensweise wirst du früher oder später stagnieren, du wirst nicht weiterkommen, tendenziell sogar eher Rückschritte machen und im schlimmsten Fall dich sogar verletzen. Ja? Deswegen kann ich dir da nur massiv davon abraten, dass du nicht einfach so rangehst und irgendwas versuchst, in der Hoffnung, dass das klappt und dass du dadurch den Skill erlernst, sondern das Ganze wesentlich systematischer angehst, weil das Ganze einfach super, ja, anspruchsvoll ist. Das darf man nicht vergessen. Calisthenics, die Übungen, die dahinter stecken, ist ganz klar die Königsdisziplin in dem Bodyweight-Sport, die es gibt. Und dementsprechend solltest du am Anfang erstmal einen Wert drauf legen, eine solide Basis aufzubauen. Das bedeutet, du solltest auf jeden Fall ja, die Grundübungen, Klimmzüge, Dips, Chin-Ups, Liegestütze, solltest du gut beherrschen. Nicht nur beherrschen, du solltest Kraft darin haben, du solltest wissen, wie du die Technik auszuführen hast, wie du dein Schulterblatt kontrollierst, wie du es stabilisierst und dadurch erstellst du bzw. entwickelst du eine gute Voraussetzung, eine gute Basis, ein solides Fundament, auf dem man die Skills aufbauen kann. Ja? Und da ist das weitere Vorgehen eigentlich genau gleich. Das bedeutet, du startest wirklich mit jedem einzelnen Skill an einer Progression, die du aktuell sehr gut in der Lage bist zu beherrschen. Ja? Zum Beispiel ein Handstand an der Wand, einfach gesagt. Ja? Und da ist es so, dass du dann erstmal diese aktuelle Progression, die du machst für den Skill, beherrschen musst. Dann über, wenn wir jetzt mal vom Frontlever reden oder Backlever, dass du dann diese Progression eine gewisse Zeit lang hältst, ja, über mehrere Sätze auch. Das ist dann, da kommt dann eben das System dann ins Spiel. Und erst wenn du das mit guter Form eine gewisse Zeit lang beherrschst, dann bist du erst in der Lage, die nächste Progression anzugehen. Dann arbeitest du da wieder, bis du das Ganze, bis du besser wirst. Bis du die Übung beherrschst, dann zack in die nächste Progression und so arbeitest du dich Schritt für Schritt zu dem jeweiligen Skill hin. Ja? Das Grundprinzip ist bei jedem Skill das gleiche. Nur jeder Skill unterscheidet sich extrem in der Art und Weise, in dem System, wie man besser wird und wie man von A nach B kommt. Da gehört einfach sehr viel Erfahrung dazu, da gehört ein System dazu, dass du, ja, machen muss, das auf dich auch angepasst ist. Da gibt es verschiedene Möglichkeiten. Das hängt natürlich dann auch immer davon ab, worin bist du stark, was sind deine Schwächen, ja, woran scheitert es bei dir, wie viele Tage hast du Zeit, die Woche zu trainieren. All diese Sachen bestimmen, sind die Randbedingungen, die quasi ja deinen Trainingsplan bestimmen. Und dementsprechend sollte auch das quasi ausgefüllt werden mit einem soliden Plan, der auf dich angepasst ist und dementsprechend dich wirklich sukzessive von A nach B bringt und einfach immer, ja, weiterbringt. Im Idealfall immer besser wirst, dann kommt wieder das nächste, dann muss der Plan wieder angepasst werden, ja, dann muss er weiter dich fordern sozusagen, dass neue Reize gesetzt werden, dass du stärker wirst, dass du aber auch nicht unterfordert wirst. Und dementsprechend ist das Ganze super, super wichtig, dass es auf dich angepasst ist und dass du wirklich Fortschritte machst, ja. Dass du die Skills wirklich lernst und vor allem beherrschst, dass du da wirklich maximale Körperkontrolle entwickelst und einfach gut darin wirst. Wenn du da Hilfe brauchst, die Skills zu erlernen, dann wie immer melde dich sehr gerne bei uns unter www.flex-calisthenics.com. Vergiss nicht, diesen, ja, Account zu abonnieren. Und wieder mal vielen Dank fürs Einschalten. Dein Felix. Bis zum nächsten Video. Ciao, ciao.